So, es ist Montag, der 26. Juli, morgens um 7:30 und es wird kein Kaffee gemacht. Wir hatten einen kleinen Vorfall heute Morgen vor einer halben Stunde. Und zwar war Sam der Meinung, er muss das Stinktier, was auf der großen Wiese rumläuft, verjagen. Und das Stinktier war der Meinung, nee, geh mal weg. Ich will dich hier nicht. Ja, jetzt stinkt's. Habe ihm jetzt so eine Peroxid Natron-Spülmittellösung angerührt, den Hund damit gebadet. Sam, lass ihn. Nee, geh mal ab. Richtig eingerieben, eingeschmiert. Ja, nun lassen wir das 20 Minuten einwirken und dann wird er ausgespült und schamponiert. Und dann gucken wir mal, ob es hilft. Ich hoffe ja sehr, weil es ist echt ekelhaft. Das ist nicht auszuhalten. Sam! Sugar! Komm raus da! Puh. Das stinkt ganz schön widerlich. Aber er ist sich keiner Schuld bewusst. Ihm geht's gut. Dem Stinktier geht's auch gut. Das ist einfach weitergelaufen. Ja, was soll ich sagen? Es stinkt. Da ist er, der Stinker. Ich habe jetzt alles ausgespült. Und habe mit dem Handtuch trocken gerubbelt. Und jetzt gucken wir mal, was das wird. Wie lange es noch stinkt. Ob er dann noch stinkt. Ob er für immer draußen schlafen muss. Oh, es ist so ekelhaft. Und Schuggi? Schuggi war artig. Schuri macht sowas nicht, ne? Sam, das ist eine Schlangenhaut. Sam, pfui! Na, sag mal. Good boy. Ja, genau, geh spielen. Komm, steh jetzt hier und singe. Kommst du alle angerannt? Habt ihr Hunger? Dann kommt mal mit. Ups. Das war so nicht gedacht. Aber lasst es euch schmecken. So, wir müssen mal über Hühner reden. Oder sollte ich sagen über Hähne? Wir haben ja Bielefelder Kennhühner. Gut zu erkennen. Das sind Hennen. Und das ist ein Hahn. Nun ist es aber so, dass wir drei Hühner dabei hatten oder drei Küken dabei hatten. Also bis zu einem bestimmten Alter sahen die alle gleich aus, die Küken. Aber irgendwann hat sich herauskristallisiert, dass da auch noch eine andere Rasse dabei ist. Ihr seid clever, ihr lasst euch schmecken. Und zwar diese hier. Speckled Sussex. Hat Google mir verraten. Und so wie das Hühnchen hier aussieht, scheint das ein Hahn zu sein.
Die Kehllappen und der Kamm. Oh, kannst du mal leise sein? Ich rede jetzt. Die Kehllappen und der Kamm sind schon sehr ausgeprägt und rot. Ach. Und hinten die Federn, die fangen an, sich zu krümmen. Hallo. Na, Hübscher? Ja, du bist ein Schöner. Naja, also scheint es, als hätten wir hier ein Hahn. Ein Sussex-Hahn. Leider. Wäre es eine Henne, dürfte sie bleiben. Aber wenn es ein Hahn ist, gibt es, glaube ich, kein Drum herum, dass wir ein anderes Zuhause finden müssen. So, das heißt, drei Hühner haben wir ja verkauft. Wir haben also 11 waren's, eigentlich 10, aber wir wissen ja alle, 11 out of 10 hat sich da irgendwie reingeschmuggelt. Also haben wir jetzt noch 8, 5 Hennen, 3 Hähne. Und ein Hahn hat schon angefangen zu krähen. Und ich befürchte fast, es ist der Sussex-Hahn. Okay, nee. Erwischt! Du bist es! Du krähst hier rum! Das glaube ich ja nicht. Auf frischer Tat erwischt, live und im Fernsehen. Ja, ich hab's verstanden. Du bist derjenige, der seine Stimme gefunden hat. Du krähst hier rum. Nee. Nicht? Doch. Ich hab's gehört. Zwar noch nicht sehr laut, aber wir haben also Männerüberschuss in der. Also generell, 3 Hähne dürfen auf keinen Fall bleiben. Man könnte allerhöchstens sich darauf einigen, 2 Hähne zu lassen. Ja, aber selbst 2 Hähne ist eigentlich zu viel. Wir haben jetzt noch 7 alte, 5 neue, wären 12 Hühner. Da sind 2 Hähne, schon fast so viel. Man sagt so 8 bis 10 Hennen auf einen Hahn. Ist okay. Naja. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir jemanden finden, der sich erbarmt. Das Wetter ist übrigens ganz schön cloudy. Und es ist ganz schön diesig, so rauchig. Im Westen und in Saskatchewan sind ja ganz viele Waldbrände. Und diese ganze verqualmte Luft, die zieht natürlich auch hier rüber. Nicht schön, aber Alltag im Sommer in Kanada. Gestern hat es ein bisschen geregnet, da war dann die Luft auch gleich wieder ein bisschen klarer. Und heute Morgen mache ich die Tür auf und habe gedacht, ich laufe gegen eine Wand. Man riecht es auch ein bisschen. Schon wieder. Aber es ist nur der eine. Aber ihr seid heute auch nicht gerade leise, oder? Mann, Mann, Mann. Was geht? Nee, geht hinten los. Oh, ist fein. Hinten noch was das. Ja, ich nehme ja die Frisbee-Scheibe mit. Meine Frau hat geparkt. Da ist der Gang immer etwas enger hier. Frisbee-Scheibe nach dem Essen ist keine gute Idee. Ach so, Frisbee-Scheibe nach dem Essen ist keine gute Idee, sagt sie. Sorry.
Muss ich noch einen Moment warten. Sam. Sam will nicht warten. Sam, komm, wir warten mal noch ein bisschen. Wir gehen mal Gassi, los. Also du gehst Gassi. Sam, hier. Hier. So, völlig überfordert. Was mache ich denn jetzt? Wo ist denn die Frisbee-Scheibe? Komm. Na, hast du Häufchen gemacht? Habe ich genau gesehen. Durch diese hohle Gasse muss sie kommen. Vielleicht doch nicht. Dann ist sie wohl schon raus. Ohne was zu sagen. Ach ja. Guck mal an. Da ist er schon. Ich dachte, du kommst da vorne durch die Tür durch. Nee, warum auch? Hast du die heute mit so gemixten Körnern gefunden? Ja. War wieder falsch. Wenn die Antwort auf die Frage, war das jetzt falsch, von eurer Frau ist, nee. Naja. Dann wisst ihr auch Bescheid. Alle haben uns irgendwie komisch angeguckt, als wir gesagt haben, wir holen uns einen Golden Retriever und haben Hühner. Das geht doch schief, weil der jagt doch dann die Hühner und der macht die doch dann tot und so. Und die sind jetzt mehr oder weniger zusammen groß geworden und das interessiert ihn überhaupt nicht. Der läuft an denen vorbei, die lieben ihn total. Mal wenn die ihn sehen, gerade die Neueren, die Jungen, wenn die den sehen, dann denken die immer so, oh schön, da ist er wieder. Wo ist ein Chugger eigentlich? Ja, keine Ahnung. Chug! Ach, guck an. Er hat sich einfach mal seine Frisbee-Scheibe geholt. Spielst du jetzt mit mir? Und spielst du jetzt bestimmt mit mir? Ja. Ich komme ja schon, was? Kein Frisbee nach dem Essen. Kein Frisbee nach dem Essen, aber der hat sie doch angebracht. Was soll ich denn machen? Ignorieren? Den Hund ignorieren hat mir gefallen. Diesen Hund ignorieren. Spielst du mit mir? Frauchen hat gesagt, ich darf nicht. Ja, guckst du doof. So, jetzt wird Zucchini geerntet. Och na, die sind ja süß. Die willst du ernten? Ah, besser. Besser. Ne? Ja. Okay, das darfst du. So, mal den Sprenger gleich anmachen. Hast du die Aufkleber abgemacht, die dann immer... Dieses Jahr war nicht so reichhaltige Ernte. Anstatt uns einen Tomatensalat zu machen. Ja, es ist alles super trocken. Wir sprengen zwar jeden Abend zum Rasensprenger hier, aber es ist ein super trockenes Jahr. In ganz Manitoba, in ganz Kanada, in ganz Nordamerika. Sieht man auch am Rasen, der sieht echt schlimm aus. Ach, guck mal, hier fliegt eine Frisbee-Scheibe. Das ist ja lustig. Die fliegen hier alleine so rum. Sam, such. Ja, fein. Good boy. Und jetzt spielst du bestimmt mit mir, stimmt's? Wollen den Leuten mal zeigen, wie gut wir das können? Ja, halt mal. Nee, ich mach mal hier, ich spring mal die. Nee, sagt's einfach. Sagt's einfach nee. Aber wenn du, dann springt der wieder. Der soll nicht springen. Geh Apfel ernten. Geh Apfel ernten, sagt sie. Komm, wir springen. Machen das ohne Springen. Du sollst nicht springen. Hui. Nicht schlecht. Hui. Aber die sehen ganz schön klein aus dafür, dass sie schon so rot sind. Viel größer werden die ja wahrscheinlich nicht mehr, oder? Das ist ja echt traurige Ausbeute heute, dieses Jahr, in ganz vielen Sachen.
Aber das ist dann wohl der Klimawandel, der sogenannte. Ich denke mal, das können wir uns langsam dran gewöhnen, dass hier immer alles trocken ist. Und können uns auch dran gewöhnen, dass hier die Felder und die Wälder brennen wie verrückt. Also hier jetzt noch nicht so, aber in Nordmanitoba brennt ganz viel. Und an der Westküste brennt auch ganz viel. Und wir haben hier seit Tagen, seit Wochen eigentlich, haben wir keine richtig direkte Sonne mehr, weil das so eine Smogüberlagerung ist. Wo heute geht's eigentlich. Und kann mir mal bitte ein Bauer erklären, ob das die richtige Höhe für Weizen ist? Muss der nicht höher sein? Ist das schon ausreichend hoch? Ich meine, die Gersten, die Ähren sind ja dran. Jetzt kommt schon wieder einer und sagt, nein, das ist aber gar kein Weizen. Was weiß denn ich? Ein Kfz-Mechaniker. Ah, das sieht schon schön aus. Ich habe Bock mal mit der Drohne drüber zu fliegen. Es gibt immer schöne Bilder, wenn da so der Wind durchstreicht und so Wellenformen macht. Ist dir auch egal, wa? Ist ja alles egal. Hauptsache du wirfst deine komische Scheibe. Zack. Ja, hat er drauf mittlerweile. Ja, ich bin's. Kennst du mich noch? Ja, was? Schon eine Weile her, ne? Hab ich lange nicht mehr gesehen. Ja, mit dem Rasen habe ich mittlerweile auch aufgegeben. Da wird nichts mehr grün. Da müsste man hier alles sprengen. Also mit Wasser, nicht mit Nitroglycerin. Und das ist ein bisschen viel Wasser, ein bisschen viel Arbeit. Und man könnte natürlich auch hier mit Unkraut-Ecks arbeiten und das alles einsprühen. Aber wir haben Tiere, die gehen hier alle regelmäßig drüber und fressen halt auch viel Rasen. Beide Hunde futtern hier ständig irgendwelche Grashalme. Die Hühner sind hier immer die ganze Zeit draußen. Da werde ich hier bestimmt nicht irgendwie anfangen, das Unkraut hier zu behandeln, nur damit der Rasen schön aussieht. Oh, so weit kommt's noch, wa? Nochmal. Echt jetzt? Na los. Na, daneben. Die gerade noch gelobt. Ja. Es ist halt ein Naturrasen. Ich kann damit leben. Ich finde das schön. Vielleicht muss ich mal wieder mähen ein bisschen, aber es ist doch schön. Ich mag das.